Ja, hallo, wir befinden uns gerade in Tortuguero, um genau zu sein, im Nationalpark. Wir laufen jetzt hier so einen Dschungelpfad entlang, der verläuft direkt an der Küste, und mal schauen, was es hier alles so zu entdecken gibt. Wenn man den Nationalpark betritt, muss man natürlich ein Ticket vorzeigen. Dieses muss genau wie in anderen Nationalparks in Costa Rica vorher online gebucht werden. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Man braucht einfach eine Internetverbindung, seinen Pass und eine Kreditkarte, füllt das Ganze aus und kann dann sein Ticket in Empfang nehmen. Und so wie bei einigen Schutzgebieten in Deutschland darauf hingewiesen wird, wie man sich bei einer Wolfsbegegnung verhalten sollte, findet man das Gleiche hier nur in Form einer Jaguarbegegnung vor. Die Regeln sind eigentlich immer die gleichen: Ruhe bewahren, die Arme hochnehmen, um sich ein bisschen zu vergrößern, und keine ruckartigen Bewegungen machen. Kinder außerdem hochnehmen und ein bisschen beruhigen und dabei langsam zurückgehen und natürlich das Tier immer im Auge behalten. Und wenn man den Park betritt, darf man sich erstmal nicht wundern. Es stehen nämlich noch einige Häuser da und es sieht einfach noch überhaupt nicht nach Nationalpark aus. Aber das ist eben hier der Eingang. Wenn man dem Weg einfach weiter folgt, dann wird es irgendwann ein bisschen ruhiger und wilder. Und weil man in Costa Rica immer mit Regen rechnen muss, sollte man sich genau überlegen, was man für eine Kleidung anzieht. Es kann sehr heiß werden, es kann aber auch regnerisch werden. Man muss auf alles vorbereitet sein oder das Wetter einfach akzeptieren. Bei uns hatte es die Nacht vorher geregnet, deswegen waren die Wege ein bisschen matschig. Das heißt, man kann auch gut matschige oder sogar nasse Füße bekommen, bevor man den Park überhaupt betreten hat. Sobald man dann an diese Stelle kommt, muss man einfach hinter dem Gebäude rechts abbiegen und schon ist man auf dem richtigen Weg. Der Weg heißt hier nicht umsonst Jaguar Trail, denn hier in der Region leben tatsächlich einige Jaguare. Ja, und die fressen hier und da auch mal eine Schildkröte, die gerade Eier ablegt. Für die Schildkrötenpopulation ist das aber gar nicht so schlimm, denn das ist ja natürlich so eingerichtet, dass auch die Schildkröte einige Feinde hat. Viel schlimmer ist natürlich für die Schildkröten die illegale Jagd, die ab und zu hier auch noch vorkommt. Als erstes begegneten wir einer Gruppe Brüllaffen. Die sind gar nicht so leicht in den dichten Blätterdach zu sehen, aber mit etwas Glück kann man sie hören. Denn bei einer Affengruppe raschelt es ordentlich in der Baumkrone, wenn sie aktiv sind. Manchmal kann man sogar das namensgebende Gebrüll hören. Durch das Brüllen kommunizieren sie beispielsweise mit anderen Gruppen. Weil Brüllaffen sich viel durch nährstoffarme Blätter ernähren und das Gebrüll oder auch das Klettern viel Energie benötigt, müssen sie sich zwischendurch viel ausruhen und Kräfte einsparen. Brüllaffen können nicht nur mit ihren Händen und Füßen geschickt greifen, sondern setzen zusätzlich ihren Schwanz als eine Art fünfte Hand ein. Während am Boden des Regenwaldes immer wieder Echsen zu sehen sind, ist ein anderes Tier wirklich schwer zu entdecken. Oft haben wir hoch in die Baumkrone geschaut und irgendein helles Pflanzenteil für ein Faultier gehalten. Nun haben wir aber endlich eines entdeckt. Dieses Dreifinger-Faultier schläft gemütlich hängend weit oben im Geäst und lässt sich auch von diesem Guan nicht stören. Wenn ein Faultier mal nicht nur schlafend so dahängt, kann es in den Bäumen auch ziemlich schnell klettern. Faul ist es eigentlich nur, weil es genau wie die Brüllaffen viele Blätter frisst und Energie einspart. Auf dem Weg hier durch den Nationalpark kommt man auch immer wieder an solchen Zahlen vorbei. Ja, die Zahlen markieren natürlich zum einen, wo man ist, zum anderen aber auch, dass man hier an den Strand gehen kann. Und von diesen Zahlen gibt es einige. Man startet am Anfang bei der 38, da beginnt hier der Nationalpark. Und man kann bis zu 60 gehen. Ab der 60 darf man nicht mehr weiter, denn da beginnt die Kernzone und die ist eben nur den Tieren und natürlich auch den Rangern überlassen. Hier am Strand findet man auch immer wieder alte Schildkrötennester. Ja, das sind dann diese gegrabenen Löcher, die hier überall sind. Hier neben der Palme ist auch eins. Man findet aber nicht nur Nester hier am Strand, sondern auch Überreste von zum Beispiel von Eiern, aber auch von kleinen Schildkröten, also von frisch geschlüpften Jungtieren oder auch ganzen Schildkröten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel so eine Stelle, wo ja, ein paar Schildkrötenknochen liegen. Also hier sieht man auch noch, das ist von den Armen und von den Beinen. Ja, Knochen hier mit Gelenk dran, also mit Kugel. Und hier ist ein Stück Panzer bzw. mehrere Stücke Panzer. Ja, das ist hier so ein, das gehörte mal irgendwie zusammen. Natürlich nicht so, aber das gehörte mal zusammen und war dann ein Panzer. Und was man hier richtig schön sehen kann, das sind hier die Rippen. Ja, das sind die Enden.
Hier ist der Anfang, ja, das war dann an der Wirbelsäule befestigt. Und ja, die Rippen liegen also so ein bisschen außerhalb der Schildkröte, kann man so sagen. Und dazwischen ist dann Hornsubstanz oder Knochensubstanz, besser gesagt, gewachsen. Und daraus ist dann dieser Panzer entstanden. Ja, sehr interessant. Also das sind die Rippen. Tja, das gehört eben zum Leben auch dazu. Kann ja auch sein, dass die Schildkröte hier beim Ei ablegen von einem Jaguar gerissen wurde. Möglichkeit besteht. Ja, Sarina sammelt währenddessen auch fleißig Müll. Ja, denn Müll findet man hier am Strand leider auch zu Genüge. Das wird angespült oder wird von Touristen natürlich hier ja, leider weggeworfen, obwohl man nichts in den Nationalpark mit reinnehmen darf. Aber da hat sie schon allerhand gefunden. Ja, und wenn man hier weitergeht, geht es auch weiter mit den Knochen. Guckt euch das an. Das ist echt Wahnsinn. Das ist hier wie Schildkrötenfriedhof. Ah, und hier seht ihr das natürlich auch richtig schön mit den Rippen, ne? Wirbelsäule, also das ist das Rückteil und zack, da gehen die Rippenbögen lang. Tja, und das geht wahrscheinlich den ganzen Weg so weiter. Da liegt schon der nächste Knochen. Wir sind zurück im Wald und inzwischen ist die Sonne hier fast unerträglich und viele Tiere ziehen sich dann zur Mittagsruhe zurück. Aber wir haben bis jetzt hier echt viel gesehen, muss man sagen. Zum Beispiel waren wir jetzt gerade neben so einer Vegetation mit ganz großen Blättern und da sind unten überall Agoutis rumgelaufen. Also wir haben da wirklich immer mehrere Agoutis laufen sehen, die haben sich da gut verstecken können und natürlich auch durch das Unterholz richtig schön durchflitzen können. Oben im Baum sind jetzt Klammeraffen. Man muss schon oftmals richtig hinschauen. Manchmal sieht man nämlich wirklich nur so ein Knäuel oben im Baum und man weiß eben nicht, ob das eine Pflanze ist, die da wächst oder ob das tatsächlich Affen sind, die sich gerade an den Baum herankuscheln. Also wir mussten da schon einige Male hinschauen und haben uns auch sehr oft getäuscht. Aber in diesem Fall ist es wirklich ein Klammeraffe. Ja, wir haben gerade wieder die Geoffroy-Klammeraffen gesehen und die waren jetzt hier in so einem Baum und haben Früchte gefressen und die fressen wirklich nur anscheinend die dunklen, ne? Alles andere flog immer runter, bei mir auf den Kopf rauf. Also die gelben und roten scheinen nicht reif zu sein, aber die dunklen sind anscheinend lecker. Hier sieht man noch die gelben und knallroten Früchte. Die flogen nämlich uns auf den Kopf, wo wir versucht haben, die Klammeraffen zu filmen. Das scheint eine größere Gruppe zu sein. Erst haben wir nämlich nur ein Weibchen mit Jungtier gesehen und jetzt hängen hier über uns in den Bäumen alles voll mit Klammeraffen. Aufnahmen von den Klammeraffen zu machen, ist hier ganz schön schwierig, denn das ist alles hier ziemlich grün und ziemlich bewachsen und da hat man natürlich ganz schöne Schwierigkeiten, überhaupt die Affen scharf zu stellen mit der Kamera. Was aber faszinierend ist zu sehen, ist, wie sie den Schwanz als fünftes Greiforgan praktisch einsetzen. Zu den Händen und den Füßen kommt der Schwanz noch dazu und dadurch können eben die Klammeraffen hier hervorragend klettern. Dann entdeckten wir hier zwei finstere Rivalen. Diese beiden Basilisken schauten sich eine ganze Weile grimmig von verschiedenen Positionen an und nickten. Das sollte dem Feind imponieren, schließlich will hier jeder der Stärkste sein. Als sie dann endlich aufeinander trafen, schauten sie sich einfach weiter an und einer der beiden nahm schließlich Reißaus. Tja, ein Kampf ganz ohne Wunden. Ja, wir sind jetzt am Ende des Trails angekommen. Das sieht man daran, dass hinter uns das Schild ist. Also dahinter darf man nicht mehr weitergehen. Wir werden jetzt am Strand zurückwandern und mal schauen, ob wir noch vielleicht irgendwie Schildkröten entdecken können. Wenn nicht, war es trotzdem schön. So Leute, Sarina läuft, die Geier kreisen. Vorne, der mit den blauen Sachen hat gerade gewunken. Also da wird vielleicht jetzt nochmal was schlüpfen. Wer hätte gedacht, dass das letzte Mal hier so viel Spannung aufkommt? Ein Mann rief uns zu einer Stelle, an der gerade Babyschildkröten schlüpften. Vor ca. 60 Tagen kam eine grüne Meeresschildkröte hier an Land, grub ein Loch und legte ihre golfballgroßen Eier hinein.
Nun beginnt für die kleinen Schildkröten die abenteuerliche Reise des Lebens. Dabei ist es wichtig, so schnell wie möglich in das Wasser zu kommen, denn schon kurz nach dem Schlupf lauern überall Gefahren. Weg ist er. Ich habe einen begleitet. Weg ist er. Der Luftraum ist voll mit Geiern und wir gucken mal, ob wir die nächsten sehen. Der Guide, der hier so ein bisschen aufpasst anscheinend, der hat gesagt, 36 sind da drin. Also der hat wohl die Eier gezählt. Und wir passen jetzt auf, dass die Rabengeier heute ohne Futter ins Bett gehen. Für die Rabengeier sind Babyschildkröten eine leichte Beute. Man muss nur den Strand beobachten und warten, wo etwas schlüpft. Rabengeier gehören genau wie viele andere Aasfresser auch nicht gerade zu den beliebtesten Vögeln. Und auch wenn wir diesen kleinen Geiern eigentlich etwas abgewinnen können, so sind es heute doch unsere Feinde, die wir hier auf Abstand halten. Und weil die Babyschildkröten bereits kurz nach ihrem Schlupf Gefahren wie Vögeln, Krabben oder natürlich Raubfischen ins Auge blicken müssen, legt ein Schildkrötenweibchen bis zu 100 Eier in ein Nest. Und wenn alles gut geht, bleibt es auch nicht nur bei einem Nest. Einige Weibchen legen pro Brutsaison sogar mehrere Nester an. Richtige Schwerstarbeit. Und die ist auch notwendig, denn von 1000 gelegten Eiern wird wahrscheinlich nur eine Schildkröte das Erwachsenenalter erreichen. So Leute, es wird langsam dunkel. Wir müssen eigentlich auch noch zurück, weil der Weg, der wird nachher sonst ein bisschen so dunkel, als dass wir vernünftig gucken können. Aber das wird gerade alles hier so ein bisschen kleine Hilfeaktion. Ich habe eben drei Schildkröten geholfen. Die haben dann mich gebuddelt und kamen nicht voran. Und da waren eine Menge Ameisen an denen dran. Die beißen so richtig in die Beine rein und ja, in alles, was so nicht Panzer ist, beißen die rein. Und dadurch haben die so ein bisschen da in dem Loch die Orientierung verloren und haben alle drei, sind immer im Kreis gewandert da und kamen nicht aus dem Loch raus. Richtig geil. Jeder Einzelne wird es heute schaffen. Passen ja auf. So, es ist schon ziemlich dunkel geworden. Wir wissen jetzt nicht, wie lange wir hier noch machen. Wir passen noch ein bisschen auf. Momentan ist aber Pause angesagt. Es kommt gerade keine Schildkröte mehr nach. Es fehlen aber noch einige. Ja, ich würde mal sagen, bevor es hier richtig zu dunkel wird, wir sehen uns später in der Unterkunft wieder. Wir sind zurück vom Strand. Ja, die Schildkrötenaktion, die lief noch etwas länger. Und wir haben auf dem Rückweg auch tatsächlich noch eine andere Schildkröte getroffen. Also das war keine Meeresschildkröte, sondern eine Schmuckschildkröte, so wie es aussah. Die hatte nämlich so rote Wänkchen. Und was die da am Strand gemacht hat, keine Ahnung. Aber ja, sowas Kurioses erlebt man denn doch da in der puren Dunkelheit. Ja, und Sarina ist gerade duschen. Ich bin noch komplett dreckig, gefühlt über alles Sand und ich bin total verschwitzt. Und man freut sich an so einem Tag natürlich total auf die Dusche. Ich sag schon mal tschüss. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Aber eine Sache, die muss ich euch noch erzählen. Die habe ich gestern schon gedreht. Aber wir sehen uns trotzdem im nächsten Video wieder. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Dieser Tiger Heron oder auch Nacktkehlreiher kommt hier abends immer zu uns an die Unterkunft und versucht hier so im flachen Wasser ein paar Fische zu fangen. Ja, und gestern war hier so eine bisschen gruselige Situation, denn es knallte plötzlich irgendwas aufs Dach, wir wissen nicht genau was, aber wir saßen hier so schön am Tisch, haben ein bisschen gearbeitet und dann kam ein kleiner Vogel angeflogen, sah so ein bisschen aus wie ein Spatz, war ein bisschen verpennt und wollte sich ein bisschen ausruhen. Und so 5-6 Minuten später ist er wieder weggeflogen und plötzlich hörten wir einen erneuten Knall und den Vogel, wie er richtig schlimm rumschrie. Ja, und dann sind wir schnell dahin gelaufen, wo die Schreie herkamen und haben diesen Reiher tatsächlich gesehen, wie er sich den Vogel anscheinend aus dem Flug gekascht hat. Ja, beeindruckende Leistung, auch wenn es für den kleinen armen Vogel nicht so gut war. Und wir auch ein bisschen sauer auf den Reiher waren, aber so ist eben die Natur.